Servus Leute und willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Da das Winterhoch-Event bald startet, dachte ich mir, mache ich mal einen kleinen Goldguide diesbezüglich, denn auch hier gibt es dann wieder eine Möglichkeit, ein bisschen was an Gold zu machen. Ich will nicht sagen, dass ihr damit jetzt Millionär werdet, aber es ist dennoch sehr ertragreich, würde ich sagen. Und ich würde persönlich so 10 bis 20 KD-Stunden damit anpeilen. Also für diejenigen, die einen ganz entspannten Farm wollen, ist es auf jeden Fall ziemlich empfehlenswert. Und es geht heute um die kleinen Eier. Ja, damit meine ich natürlich nicht die kleinen Eier von den ganzen WoW-YouTube-Hatern da draußen, sondern ich meine das WoW-Item natürlich. Und das seht ihr hier im Moment bei ein bisschen über 27 Gold auf meinem Realm. Wird allerdings noch steigen, denn ihr braucht es eben fürs Winterhoch-Event, wie eben gesagt, das am 16. Dezember starten wird. Und am. Wie lange geht es bis zum 2.? Und in dem Zeitraum habt ihr eben dann die Möglichkeit, Quests in Eisenschmieder oder in Orgrimmar bei dem jeweiligen Weihnachtsmann bzw. Alpha der Winter abzuschließen, um eben ein paar Erfolge zu bekommen oder eben diese Questreihe abzuschließen. Da die meisten Spieler zu faul sind, das Ganze zu farmen, weil es auch selber farmt sein wird, zum Beginn kaufen sie es eben aus dem Aktionshaus und es gibt Server, da kosten den Dinger bis zu 200 Gold, wenn dieses Event eben startet. Also eine beachtliche Menge. Aber ich denke, so der Durchschnitt wird so bei 50 bis 80 Gold liegen. Ich kann es euch nicht genau sagen. Aber ich rechne mal so damit. Und deshalb, wie gesagt, zwei Spots. Der erste Spot ist in Westfall. Und zwar am Todesacker hier unten. Im Falle der Horde ist es dann ein bisschen unhandlich hier hinzufliegen. Allerdings ist es ja auch nicht so weit. Hier irgendwo müsst ihr Unterstadt sein. Müsst ihr einfach dann hier hinfliegen. Und der Respawn ist auch relativ gut, ihr müsst eben hier diese Erntemaschinen mit töten, dann spawnt das Ganze schneller. Also ihr müsst den Spot sozusagen anheizen und ihr seht, ihr spawnt dann auch direkt wieder. Und auch außenrum sind ein paar Geier, beziehungsweise große Fleischreißer heißen die. Haben eine ziemlich hohe Chance auf die Eier, seht ihr auch schon hier im Loot-Chat, dass ich ein paar bekommen habe. Und ich denke, ihr kommt hier auf eine ganz schöne Menge die Stunde. Ihr müsst eben gucken, dass ihr den ganzen Acker makliert, dass eben der Respawn gegeben ist. Also auch die Erntemaschine, ihr seht, ich töte die in direkt zwei neue, sind da. Ist auf jeden Fall ein ganz guter Spot und da würde ich sagen, zeige ich euch auch gleich den nächsten Spot und dann sehen wir uns gleich wieder. So, der zweite Spot, den ich euch zeigen will, befindet sich in Lochmodan. Das ist natürlich noch näher für die Horde, also noch praktischer. Befindet sich hier und in Lochmodan dann eben hier um den ehemaligen Loch, der, also der See, der ausgetrocknete. Ist dann hier und dort befinden sich solche Lochbusarde Level 14, also keine große Steigerung. Und wie auch an dem Spot in Westfall müsst ihr einfach umhauen, was sich bewegt, um eben den Respawn gut zu triggern. Der Spot ist auch relativ praktisch, also ich würde jetzt sogar fast sagen, dass der ein bisschen besser ist, da eben mehr Mobs rumfliegen, auch in der Luft, und eben die Dropshots auch sehr hoch ist. Ihr seht, zwei Vögel, zwei Eier, und ist einfach neben dem Westfall-Spot eine kleine Abwechslung, also ihr könnt ihr erfahren, was ihr wollt, um eben das Ganze zu machen. Ich empfehle euch, hortet nicht zu viel Eier auf vollen Servern, da eben es passieren kann, dass ihr die nicht alle loswerdet, weil die Konkurrenz eher größer sein wird. Auf kleinen Servern könnte sich eventuell sogar ein Marktreset lohnen, dass ihr eben alle Eier günstig rauskauft, dann wenn es Event startet, zum Beispiel Rad von Dalaran oder Kohle der Verdammten, und eben versucht das Ganze gewinnbringend zu verkaufen mit 200 Gold das Stück. Aber das müsst natürlich ihr immer wissen, dann mag das jetzt immer ein Risiko. Also ich will euch da nicht irgendwie jetzt einreden, dass ihr das machen sollt. Müsst ihr selbst gucken. Auf jeden Fall war das das schon zu dem kleinen Farm und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.